Jetzt eine 19 Uhr Halbzeitausgabe in aller Kürze und damit einen schönen guten Abend. Kurz vor dem Jahrestag des Ukraine-Kriegs heute große Auftritte der Präsidenten Russlands und der USA. Zwei Reden, die gegensätzlicher nicht sein konnten. Zunächst zu Wladimir Putin. Er machte dem Westen wieder schwere Vorwürfe und kündigte an, den atomaren Abrüstungsvertrag New START auszusetzen. Nina Niebergall berichtet. Mit Spannung war erwartet worden, was Putin in seiner Jahresbotschaft wohl verkünden, ob er eine neue Richtung vorgeben würde. Was folgte, war vor allem ein Best-of russischer Propaganda, eine Abrechnung mit dem Westen. Ich sage es noch einmal, Sie haben diesen Krieg angefangen, wir haben nur Gewalt genutzt und tun das immer noch, um ihn zu stoppen. Russland habe den Konflikt mit der Ukraine friedlich lösen wollen, voll verantwortlich sei der Westen. Es sind Erzählungen, die man aus Putins Reden kennt. Nach gut 90 Minuten lässt er dann doch noch eine politische Bombe platzen. Sie wollen uns eine strategische Niederlage zufügen und unsere Nuklearanlagen bezwingen. Ich bin deshalb gezwungen, heute bekannt zu geben, dass Russland seine Teilnahme an dem Vertrag über strategische Offensivwaffen aussetzt. Damit ist der letzte verbliebene Atomwaffenkontrollvertrag mit den USA gemeint. Keine Zeichen der Entspannung. Wladimir Putin sprach heute nicht davon, wie der Krieg beendet werden könnte, sondern er kündigte beispielsweise an, dass russische Soldaten alle 6 Monate Heimaturlaub von der Front bekommen sollen. Das zeigt, dass Wladimir Putin davon ausgeht, dass der Krieg bis auf Weiteres zum russischen Alltag dazugehört. Seine Botschaft richtete sich also auch nach innen, an die Russinnen und Russen. Aber am Ende wirkte es vor allem wie eine Pflichtveranstaltung. Weiter nach Warschau. Von dort kam vor einer Stunde die Putin-Replik des US-Präsidenten. Nach seinem Besuch in Kiew wollte Joe Biden dem NATO-Partner Polen den Rücken stärken. Und wieder betont er Geschlossenheit und Solidarität, aber nicht nur. Mehr von Heike Slanski. Es ist wieder ein Besuch mit hoher Symbolkraft. Der US-Präsident zum zweiten Mal in Warschau nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Joe Biden dankte Polens Präsident Duda für die großzügige Unterstützung des angegriffenen Nachbarlandes. Polen hat mehr als 1,5 Millionen ukrainische Flüchtlinge aufgenommen und das Land mit Milliarden unterstützt. Vor der Kulisse des Warschauer Königsschlosses beschwor Biden erneut den Zusammenhalt des Westens. Es sollte keinen Zweifel geben. Unsere Unterstützung für die Ukraine wird nicht nachlassen. Die NATO wird nicht geteilt. Wir werden nicht müde. Die Ukraine werde niemals ein Sieg für Russland, so Biden. Zu Putins Ankündigung, seine Beteiligung am letzten verbliebenen Atomwaffenkontrollvertrag mit den USA auszusetzen, kein Wort, nur so viel. Dieser Krieg ist niemals eine Notwendigkeit. Es ist eine Tragödie. Präsident Putin hat diesen Krieg gewählt. Jeden Tag geht dieser Krieg weiter. Es ist seine Wahl. Er könnte den Krieg mit einem Wort beenden. Es ist einfach. Morgen trifft sich Präsident Biden mit den sogenannten Bukarest 9, den NATO-Verbündeten an der Ostflanke. Geografisch eine Art Abwehrring gegen Russland. Auch das wieder ein Besuch mit hoher Symbolkraft. Unser Washington-Korrespondent Elmar Thewissen hat den Auftritt in Warschau mitverfolgt. Elmar, an wen hat Biden seine Rede vor allem gerichtet und was war für dich das Bemerkenswerteste? Im Grunde genommen an alle Menschen, die die Freiheit lieben. Und damit meinte er nicht nur die, die Waffen liefern an die Ukraine oder die Flüchtlingen Aufnahme gewähren, sondern er meinte ganz besonders auch die russische Bevölkerung. Er hat ihnen gesagt, dass sie nicht Schuld tragen an diesem Krieg, Wladimir Putin allein. Und diesem müsse man Widerstand leisten, wir allen Autokraten. Am bemerkenswertesten fand ich am Schluss seiner Rede, dass er gesagt hat, die Entscheidungen der nächsten 5 Jahre entscheiden über die Zukunft. Wir stehen gewissermaßen am Scheideweg. Ich glaube, er plädiert hier für eine Art Neuauflage der alten Weltordnung, aber eben besser und gerechter, als sie bisher war. Und das ist anstrengend und daran wird sich vielleicht entscheiden, ob die Geschlossenheit des Bündnisses auch in den nächsten Monaten, vielleicht gar Jahren, erhalten bleibt. Danke für die Einordnung nach Warschau, Elmar Thewissen.
Deutschland will den Menschen in der türkisch-syrischen Erdbebenregion nachhaltig helfen. Das erklärten die Ministerinnen Baerbock und Faeser bei ihrer Reise in das betroffene Gebiet in Gaziantep. In der Region sprachen sie mit Helfern und mit Opfern. Kurz zuvor hatte die Erde in der Provinz Hatay wieder heftig gebebt. Mehrere Menschen starben, Hunderte erlitten Verletzungen. Maike Verlat-Violand berichtet. Es sind die bislang schwersten Nachbeben. Schon wieder müssen Leichen aus den Trümmern geborgen werden. Dabei ist das Trauma von vor 2 Wochen noch lange nicht überwunden. Hier in der türkischen Provinz Hatay übernachteten bereits viele wieder in ihren beschädigten Häusern. Ein fataler Fehler. Doch wo können die Verletzten hin? Selbst das Krankenhaus in Iskenderun musste wegen der neuen Beben geräumt werden. Auch in Syrien waren die Auswirkungen am Abend zu spüren. Die Leute waren in Panik, alle in der Stadt hatten Angst und sind auf die Straße gelaufen. Bundesaußenministerin Baerbock und Innenministerin Faeser reisten heute ins türkische Erdbebengebiet. Und sie brachten 13 Tonnen deutsche Hilfsgüter für den türkischen Katastrophenschutz mit, darunter Zelte, Feldbetten, Schlafsäcke. Auch die finanzielle Hilfe wird verdoppelt. Baerbock versprach weitere 50 Millionen Euro für die Türkei und Syrien. Wir werden auch nach 2 Wochen dieses furchtbaren Bebens, dieser furchtbaren Katastrophe mit unserer Hilfe nicht nachlassen, sondern erst recht dafür sorgen, dass alle Menschen hier vor Ort erreicht werden können. Dass sie nicht vergessen werden, das versicherten die Ministerinnen den Menschen noch einmal selbst in einer Zeltstadt in der Provinz Karaman-Maraş. Ein Deutsch-Iraner ist im Iran zum Tode verurteilt worden. Der 67-jährige Jamshid Sharmat gehörte einer Oppositionsgruppe an. Er war vor 2,5 Jahren aus Dubai in den Iran verschleppt worden. Der Iran wirft ihm Terrorismus vor. Außenministerin Baerbock bezeichnete das Urteil als inakzeptabel. Es habe nicht mal ansatzweise einen fairen Prozess gegeben. Sharmat kann noch Berufung einlegen. Von Rossellini bis Pilcher, Nadia Tiller konnte femme fatale, aber eben auch Familien filmen. Die Schauspiellegende ist jetzt mit 93 Jahren gestorben. Berühmt wurde sie mit einem Skandalfilm der 50er, Das Mädchen Rosemarie. Die Geschichte einer Frankfurter Edelprostituierten. Im Kino und später im Fernsehen oft an ihrer Seite ihr Mann Walter Giller. Nadia Tiller drehte mehr als 120 Filme und Serien. Zum Wetter so viel, auch morgen wieder ungewöhnlich mild. Mehr Einordnung zu den Reden von Biden und Putin im Heute-Journal um 21.45 Uhr mit Dunja Hayali. So viel von uns. Danke, schönen Abend und bis morgen. Und jetzt viel Spaß beim Fußball. Schönen guten Abend. In der Nacht lässt der Regen relativ rasch nach. Der Regen, der hier im Norden fällt. Ansonsten bildet sich Nebel und die Temperaturen gehen zurück auf bis zu 0 Grad im Osten, minus 2 ganz im Süden und 7 Grad in der norddeutschen Tiefebene. Und morgen erst einmal trockenes Wetter. Nach Norden hin mehr Wolken, im Süden Sonnenschein. Am Nachmittag und späten Abend dann von Westen her neuer Regen bei höchsten Temperaturen von 5 bis 15 Grad. Ungewöhnlich mild wird es erneut morgen. Und die nächsten Tage, ja, es ist immer etwas Regen dabei. Viel wird es nicht sein. 6 bis 13 Grad am Donnerstag und vor allem dann am Samstag spürbar kühler. Und damit einen schönen Abend.